Ja, Leute, willkommen zum wunderbaren neuen Video. Diesmal kann ich das ehrlich so sagen, denn wir haben hier A, etwas Überraschendes, weil das sollte erst im nächsten Video kommen. Und zwar, ihr seht es schon, oder ja, ihr seht mich. Ich habe zwei Softboxen für den Greenscreen gekauft und da kommt jetzt bald noch was Neues, damit auch hier die restlichen Kanten dann verschwinden und alles noch ein bisschen besser wird. So, und die andere Sache ist, ich war heute auf der Artikel 13 Demo, die spontane, und muss sagen, ey, wir hatten einen Herrn New wiedermals einen Herrn News, so wieder einen Herrn Newstime. Wir hatten Lenny Verkater, wir hatten Leute von ehemals Apple Water und was weiß ich nicht alles. Den Computer Chaos Club, glaube ich, hießen die. Aber auf jeden Fall unglaublich viele Communities trafen da aufeinander. Und im Endeffekt, in YouTube, Twitter und hast du nicht gesehen, würden die sich zerfleischen. Wir kennen alle die Kommentare, die es da teilweise gibt von LeFloid, der links versifft ist, Herr Newstime, Klatschpresse da drüben, egal was. Wir haben alle da gestanden und gemeinsam und stark gemacht gegen Artikel 13. Wir haben alle gebrüllt, wir haben alle. Waren wir laut, gemeinsam. Und das zu schaffen, das ist eine Sache. Ich will nicht sagen, ey, da können wir Artikel 13 dankbar sein, aber wir können uns dafür auf die Schulter klopfen, dass wir in diesem Moment so stark sind und mal eine gewisse Zeit lang unseren Streit beiseite legen, weil wir einen gewissen YouTuber nicht abkönnen oder sonst was und mal nett zueinander sind und hingehen und wenn es drauf ankommt, gemeinsam stark sind. Der Feind meiner Feinde ist mein Freund. So, sorry, ein bisschen müde. Aber ihr wisst, was ich meine und dafür wollte ich nochmal danke sagen, bevor ihr jetzt der Vlog startet. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich werde da ein bisschen Musik drunter legen und immer wieder Szenen rausschneiden, wo es dann besonders laut wird. Einfach um euch zu zeigen, wie geil das da war. Und ansonsten guckt euch die anderen an. Da hört ihr das auch nochmal, wie stark wir uns gegen Artikel 13 gemacht haben auf dieser Demo. Und ja. Heute habe ich auch das erste Mal bei 1 Live gehört, yo, hier, Artikel 13 Demo. Ist mir sonst nur als Randnotiz irgendwo mal aufgefallen, bei WDR 2 glaube ich und ein paar TV-Sendern, aber so wirklich war da nie was. Und jetzt, direkt nach der Demo, wurde nochmal in 1 Live, dem großen Radiosender, den es gibt von NRW, Wort gesagt, yo, passt auf, hier Artikel 13 haben demonstriert gegen einen Upload-Filter. War zwar nur kurz und am Rande, also ne, sehr kurz gehalten, aber halt auch irgendwo sachlich und ja, ich denke, dass es überhaupt mal passiert, dass da ein bisschen mehr Berichterstattung kommt, ist schon mal wichtig. So, und jetzt genug geredet. Viel Spaß beim Vlog. Leute, hier in Köln, auf dem Weg zur Demo gegen Artikel 13. Und ja. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Der Jens ist auch noch da, der Schlesen. Und wir machen uns jetzt einen coolen Tag in Köln auf der Demo.
Hört man mich da hinten gut, Leute? Hört man mich da hinten gut? Hört man mich? Bisschen lauter? Geht noch einen Ticken lauter, Jungs? Oder? Okay, auf jeden Fall. Ja, die CDU und die CSU, die wollen jetzt Druck machen. Die wollen innerhalb der nächsten 2 Wochen das Ausschlussverfahren einführen. Das heißt, die wollen jetzt einfach schnell machen. Die haben einfach Angst vor uns, habe ich das Gefühl. Die wollen einfach ganz schnell damit durchkommen, um uns die Stimme zu nehmen. Dafür war genau einmal ein Riesenbuch für... Ja, die CDU und die CSU, die wollen jetzt Druck machen. Die wollen innerhalb der nächsten 2 Wochen das Ausschlussverfahren einführen. Das heißt... Die wollen jetzt einfach schnell machen. Die haben einfach Angst vor uns, habe ich das Gefühl. Die wollen einfach ganz schnell damit durchkommen, um uns die Stimme zu nehmen. Dafür war genau einmal ein Riesenbuch für die Jungs da oben im EU-Parlament. Die bauen gerade richtig Mist, muss ich sagen. Ich finde das eine Frechheit, das ist eine bodenlose Frechheit, uns zu umgehen, uns die Stimme zu nehmen, bevor wir unsere Demos durchkriegen. Die sollten ja langsam eigentlich am 23.03. stattfinden. Aber jetzt, wo die Druck machen, wird es eben schneller gehen bei uns auch. So, jetzt haben wir innerhalb von 24 Stunden wieder 20 Leute organisiert. Es ist halt nicht möglich in der Art, wie sie sagen. Sie sagen, es kommen keine Abmeldungsfilter, die dann verhindert werden, die dann verhindern, dass Katzenvideos etc. hochgeladen werden können. Und Memes werden aussterben, meines Erachtens nach. Viele Techniker sagen, beziehungsweise viele IT-Leute sagen, es ist nicht möglich, ohne einen Uploadfilter diese Reform durchzubringen. Daher müssen wir auf jeden Fall dagegen vorgehen. Und dafür müssen wir jetzt schnell sein, laut sein. Wir müssen den Leuten einfach zuvorkommen und ihnen sagen, nein, nein, das möchten wir nicht, Leute. Also macht mal ein bisschen Lärm hier für die Leute mit, die uns hier hören. Jetzt hat die Union in ihrer unendlichen Weisheit die Auffassung, dass sie die Abstimmung über Artikel 13 vorverlegt, um den Demonstrationen, die am 23. März stattfinden wollen, zuvorzukommen. Und das ist aus meiner Sicht undemokratisch und einer Demokratie nicht würdig. CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU. Wir sind keine Bots! 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 Beim WDR angerufen, da hieß es, das Thema ist in... Da hieß es, das Thema ist in der Redaktion. Ich höre jeden Morgen eins live. Denkst du, ich habe irgendwas von einer Demo gehört, von irgendwie Artikel 13? Nichts! Ich fordere die ganze Journalisten auf. Sie sollen gefälligst darüber berichten und vor allem sollen sie darüber neutral berichten. Dafür sind sie da. Ja! Vielen Dank. Sebo wollte noch was sagen. Sebo! Infrastruktur der
politischen Zensur, die da aufgebaut wird. Da hängt noch ganz viel anderes dran. Kreativität existiert nicht in einem Vakuum, Freunde. Wir alle sind Urheber, wir alle sind Creator. Und alles, was wir kreieren, irgendwie müssen wir davon ja Inspiration bekommen. Und wo kommt die Inspiration her? Na, von anderen Leuten, die was kreiert haben. Die Beatles. Die Beatles haben als Coverband angefangen. Wenn der Artikel 13, so wie er jetzt steht, so kommt, dann wird es nicht nochmal etwas wie die Beatles geben, weil man nicht mehr covern dürfte, weil man die Arbeit nicht mehr teilen dürfte. Jetzt versuchen sie euch als Internet-Kiddies, die alles nur für Oma runterladen wollen, abzutun. Ich sehe hier aber auch eine Menge Menschen, die deutlich über 30 sind. Es geht um Jugendkultur. Ja, ich sehe hier auch Leute, die haben ihre Familie, die haben ihre Kinder mitgebracht. Da gehe ich mal davon aus, dass die über 30 sind, wenn die Kinder so, schon so das Format haben. Schon mehr als 3 Käse hoch. Und ich bin selber... Ich geb's zu, ich werde dieses Jahr 55. Die CDU ist eingeknickt, Mann! Es geht weiter. Wir müssen weitermachen. Samstag, die Demo hier in Köln. Ich weiß noch nicht, ob sie genehmigt ist. Wo ist der Michael? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Wir
Künstler, die für die Sachen, die hochgeladen, die benutzt werden, dass die bezahlt haben, nicht die Konzerne, nicht die Rechteinhaber, nicht die Verleger. Demos stattfinden und wollen jetzt dieses Plenum quasi vorverschieben und uns damit mundtot. Bei der EU-Urheberrechtsreform geht es vor allem um Uploadfilter. Damit sollen Plattformen Inhalte auf Verstöße scannen und notfalls blocken. Die Gegner sagen, so könnten auch Sachen gelöscht werden, die eigentlich erlaubt sind.